Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Zurück in Hearts of Iron 4 mit der Sowjetunion. Ich bin euer Tastenhauer und wir kämpfen heute natürlich weiter hier in diesem Restgebiet der Republik Spanien mit den linken und progressiven Kräften, die versuchen, sich gegen die nationalistisch-faschistisch eingestellte Fraktion unter inzwischen Franco hier in einem Überlebenskampf im Bürgerkrieg zu wehren. Und sie werden wahrscheinlich, nein, nicht nur wahrscheinlich, sie werden verlieren, das ist schon klar, aber wir haben in der letzten Zeit nochmal verbissen verteidigt und ja, dadurch zumindest nochmal ein bisschen Zeit gewonnen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung. Inzwischen ist unser General Max Reiter ein Infanterieanführer geworden, gibt uns also erhöhte Infanterieverteidigung und er kann auch eine Generalseigenschaft inzwischen bekommen. Das ist ganz schön. Vor allen Dingen können wir ihn zum Hinterhältler machen. Das heißt also, wir können von erhöhter Verschanzung demnächst profitieren. Ich glaube, das ist tatsächlich relativ äquivalent mit Infanterie-Experte, dass man also sagt, er bekommt mehr Angriff der Infanterie plus 10%. Das macht sie natürlich noch kampfstärker, aber eigentlich geht es uns ja darum, in der Verteidigung hier gut zu performen. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass er natürlich jetzt die meiste Erfahrung in Verteidigungsschlachten gewonnen hat. Von daher macht so ein Hinterhältler hier tatsächlich für ihn Sinn. 15 Befehlsmachtpunkte geben wir aus. Wir haben eine Menge davon. Das wird sicherlich später in einem größeren Kriegsverlauf schwieriger werden, die immer auszugeben, aber aktuell kein Problem. Ja, derzeit verteidigen wir hier noch gegen portugiesische Truppen unter Raul Augusto Esteves. Hier diese Hügelprovinz. Mal gucken, wie es dort gleich weitergeht. Wir werden mal schauen, ob wir hier durchkommen. Hier fliehen schon erste Einheiten. Das wird also hier bald überrannt werden. Zwei deutsche Divisionen greifen jetzt diese beiden hier an. Dann werde ich versuchen, die hier rüber zu schicken, um hier auszuhelfen, da hier eine größere Gefahr für Valencia ausgestrahlt wird. Ansonsten sieht es hier nach wie vor relativ okay aus. Na, wir werden natürlich wieder, man versucht uns wieder zu unterbrechen mit wem bitte? General Heilu Tekle Heimanot oder Heimano. Ein Hügelkämpfer von den Italienern. Wo haben sie den denn weg? Okay, und der ist General Italiens hier in Spanien. Das ist ja kurios. Okay. Naja, vielleicht stammt er ja aus Äthiopien, wo Italien da Gebiete erobert hat. Das kann natürlich sein. So, wir haben das einfache, schwere Panzerchassis erforscht. Das ist wunderbar. Das gibt uns hier die Möglichkeit, den KV-1 zu designen. Aber das werden wir noch nicht machen. Warum? Weil der KV-1 noch nicht wirklich bereit ist. Ihm fehlt quasi noch eine mittlere Kanone, die wir erst erforschen müssen. Da werden wir uns also noch ein wenig gedulden müssen. Was wir jetzt nämlich machen, um genau das zu gewährleisten: Wir werden hier mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und das neue Artilleriegeschütz erforschen. Denn mit diesem Artilleriegeschütz in immerhin nur 86 Tagen bekommen wir auch die sogenannte mittlere Kanone, sehr allgemein formuliert, aber das entspricht ungefähr der Kanone, die man im KV-1 und im Übrigen auch dann in den ersten Modellen des T-34 eingesetzt wird. Ich glaube, als erstes ist die Kanone L11 designiert oder so, also 76mm Kanone, die glaube ich abgeleitet wurde von so einem Feldgeschütz, aber in Wirklichkeit ordentliche Mündungsgeschwindigkeiten hatte und auch bestimmte Munition verschießen konnte mit Panzerabwehreigenschaften, sodass man hier also harter Angriff 15, weicher Angriff 20, Durchschlagskraft 60 ist ziemlich gut und ziemlich passend, glaube ich, für diese Sorte von Kanone. Also erforschen wir das erstmal als nächstes und danach erst werden wir uns um den KV-1 entsprechend kümmern. So, ja, und damit gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Wir verteidigen heldenhaft, wobei jetzt hier diese Geschichte zusammenbricht. Das war uns aber eigentlich auch klar. So, jetzt können wir uns hier wehren. Ja, der Feind ist aber auch stark angeschlagen hier und wird jetzt entsprechend hier raus
geprügelt von uns. Da kann dieser Felix Steiner machen, was er will. Das lassen wir uns nicht gefallen. So, hier ist jetzt eine Zivilfabrik von den beiden letzten, die wir so bauen wollten, fertig geworden. Das heißt, ja, hier Konsumgüter wird wieder eine Fabrik reintransferiert. Das ist alles irgendwie nicht so schön, dass wir so viel noch weggeben müssen. Und das, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass hier ja beide Zivil- und Militärfabriken prozentual errechnet werden. Also es werden beide Fabriktypen zusammengerechnet und daraus die 24%-Marke ermittelt, was aktuell hier 32 Fabriken sind, die hier gesperrt werden für Konsumgüter. Also wir müssen mal gucken, ob wir uns das dauerhaft leisten können, den Ausbau der Zivilfabriken halt jetzt mal zu unterbrechen. Ich würde ganz gerne jetzt schon anfangen, einen Umbau vorzunehmen. Und da müssen wir mal gucken, wo wir das am besten machen können. Also hier in Kharkov kann man das zum Beispiel machen. 4 Zivil-, 4 Militärfabriken. Hier in Stalingrad ist das, glaube ich. Da könnten wir auf jeden Fall eine von den 5 Zivilfabriken mal nehmen. Machen wir das mal. So, dieser Umbau wird passieren und der wird nicht lange dauern. Ihr seht das hier, nur bis 11. März. Das braucht nur 2800 Punkte und durch unsere ganzen Modifikatoren geht das ruckzuck hier. Wir haben hier insgesamt 45% Modifikation. Und die Umbaukosten werden durch die Rüstungsindustrie und Teilmobilmachung auch nochmal um 30% reduziert. Denn eigentlich kostet das 4.000, für uns nur noch 2.800. Und das wird ruckzuck erledigt sein, selbst bei 10 von 15 eingesetzten Fabriken. Super, dann bekommen wir jetzt nämlich nach und nach auch unsere Militärfabriken für zukünftig den KV-1 und für unsere ganzen anderen Panzer, die wir jetzt langsam aber sicher hochsetzen werden in der Produktion. In Ordnung. Gut, dann haben wir das auch. Die Verteidigung, wie gesagt, ist hier recht simpel strukturiert. Das sollte klappen. Der Feind verliert auch fleißig Stärke. Versucht natürlich jetzt, diese Division wieder in Verlegenheit zu bringen. Ich schau mal, ob wir hier unsere Truppen tatsächlich aufteilen können. Dass, ja, wir hier die... sind beide bei 28. Da ist eigentlich egal, wie man das macht. Wir schicken mal die 11. hier rüber und die 12. lassen wir hier stehen. Mal sehen, ob sich das als klug gestaltet. Na, hier sind einige 3 Divisionen im Angriff dahin. Na, er kann hier 2 einsetzen, hier aber immerhin fast 5, die sich gerade erholen. Das ist hier ein bisschen knapp sonst in Valencia. 70% Modifikator des Angriffs des Feindes auf die Stadt. Hm. Da muss man mal gucken, wie man das genau macht. Ja, und hier sind trotzdem noch die Truppen nicht, haben noch nicht aufgegeben hier von den Republikanern. Das ist ja wirklich eine heldenhafte Verteidigung, auch wenn es hier nach und nach mehr und mehr zusammenbricht. Aber das ist wirklich schon nicht schlecht. So, wir kommen jetzt hier mit rein, um zu helfen. Das ist gut. Mal sehen, ob das ausreichen wird. Politische Macht nimmt auch wieder zu. Wunderbar. So, stecken wir hier drin und können den Gegner hier nach und nach besiegen. Das sollte funktionieren. Jetzt schiebt die Republikaner-Fraktion hier noch Truppen rein. Ja, angeschlagene Truppen hier nach Valencia. Eine frische Division hier nach Süden. Weiß nicht, ob das so die schlauste Geschichte ist. So, die deutsche Infanteriedivision ist wieder recht stark unterwegs. Aber wir werden das hier halten können und unsere 12. internationale Brigade ist zumindest wieder auf voller Stärke. Die hier allerdings leider noch nicht, was ihre Kampf- und Ausrüstung angeht. Na, okay. So, die verlieren aber auch fleißig Organisation. Das geht hier sehr, sehr schnell. Leider bekommen sie jetzt noch Unterstützung. Und wir haben die Abteilung für Luftfahrtspionage in die Wege geleitet. Tragbare Funk. Was bedeutet nochmal der Modifikator-koordinierter Angriff? Ist das irgend so ein Landkampf oder Flug?
Angriffsmodifikator? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Jetzt wäre das sogar am 7. März fertig, aber ich will den Nachrichtendienst weiter verbessern. Wir holen uns nochmal eine Abteilung für Militärspionage daher. Gab es hier noch was Neues? Nee, eigentlich nicht. Elfenbeinpreis schnellt noch in die Höhe. Und wir werden jetzt auch hier drüben angegriffen. Allerdings wieder nur von einer Einheit des General Hailu. Das ist ja, das finde ich ja wirklich irgendwie witzig, dass sie den als Anführer hier in Spanien ernannt haben. Also so richtig Commitment sehe ich bei den Italienern jetzt auch nicht. So ein General aus Übersee sozusagen, wenn man so will, einzusetzen. Ich weiß ja nicht. So, jetzt sind drei Divisionen des Feindes im Angriff. Allerdings gehen die Deutschen direkt hier raus. Das heißt also, das ist eigentlich auch ganz okay. So, der dritte Fünfjahresplan-Schwerpunkt wurde abgeschlossen. Wir machen das Fenster mal weg. Solange der Frieden noch anhält, müssen wir unsere Industrialisierung schneller und weiter vorantreiben, um den Bedarf unserer Bürger und unseres Militärs zu stillen. Ja, jetzt wird dieser Nationalgeist modifiziert. Anstieg der Produktionsleistung um plus 5%, Industriekonzernkosten minus 15%. Leider auch Konsumgüterfabriken nochmal 5% nach oben. Also da haben wir jetzt noch weniger für den Bau zur Verfügung. Aber wir bekommen 2,75% Forschungsboni für Bautechnologie. Das gucken wir uns gleich auch nochmal alles an. So, genau. Hierfür brauchen wir noch drei Fabriken. Dann könnten wir schon Waffenproduktion und sowas machen. Wir gehen jetzt aber als erstes, habe ich mir gemäß unseres Generalplans überlegt, hier auf die Politik der individuellen Sicherheit. Und das ist hier drüben, das ist noch ganz wichtig, damit wir an Molotow, den Berater, rankommen und damit wir dann auch entsprechend nochmal Boni hier Richtung Deutschland abgreifen. Damit wir uns da ein Stück weit annähern, weil uns bewusst ist, dass wir noch nicht bereit sind, gegen Deutschland zu kämpfen und uns jetzt so ein bisschen die Fühler auch ausstrecken müssen. So, freie Zivilfabriken nach wie vor. Also bauen wir noch eine neue Zivilfabrik hinter der Umwandlung. Ja, jetzt wird es auch langsam mal Zeit, dass wir mehr Bauplätze bekommen. Hier oben haben wir 3,3. Hier haben wir noch, in Moskau haben wir noch eine übrig. Ja, bitteschön, macht mal. Das ist okay. So, 5-Jahresplan. Ihr seht es also, Fabriken für Konsumgüter jetzt bei 10%. Obergrenze plus 5%, Anstieg minus 10 statt minus 15%. Hat sich also etwas verringert. Baugeschwindigkeit Zivilfabriken plus 5%. War das vorher auch schon so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jetzt können wir es hier auch nicht mehr ablesen an den Modifikatoren. Hier steht es auch nicht drin, wenn ich das anklicke. Müsste ich das hier mal testweise irgendwo hinsetzen. Dann könnte ich es hier sehen. Ja, genau, 5-Jahresplan plus 5, die kriegen also 50% Bonus beim Bau. Das ist schon echt krass, ne? Für 10.800, aber 50% Beschleunigung. Aber wir wollten das ja sowieso jetzt nicht mehr machen. Was wollte ich denn jetzt noch gucken? Irgendwie, ja, die Konsumgüterfabriken. Jetzt müssen wir 38 Fabriken wegstellen. Ihr seht also, hier bleiben uns jetzt gerade mal 35 Fabriken zum Bau übrig. 29% müssen wir derzeit bereithalten für Konsumfragen. Naja, müssen wir irgendwie aushalten, das Thema. So, hier wird mit zwei Divisionen der Portugiesen wieder angegriffen, die aber auch hier keine Chance auf Erfolg wirklich haben. Und wir geben den Truppen natürlich hier noch ein bisschen Möglichkeiten, sich zu erholen. Die halten hier immer noch aus. Wir sind schon am 2. März. Das ist ja unglaublich, wie lange die Republikaner auf dieser doch relativ kleinen Front jetzt aushalten können. Das ist wirklich kurios. Auch wenn sie immer wieder Verluste erleiden. Aber ja, die Portugiesen hier wurden wieder besiegt. Danach kommen die Italiener nochmal rein, die jetzt unter Nachschubmangel auch noch etwas leiden. Und die Deutschen versuchen es dann ihrerseits wieder, aber das ist natürlich alles hier so eine Teilgeschichte.
So, die hier reiben sich auch sehr stark auf im Angriff und konnten bisher auch nicht wirklich durchbrechen. Interessant. So, ja, wir sind hier nochmal durch. Wir wandeln also eine weitere Zivilfabrik um. Da müssen wir jetzt drauf achten, wie viele uns im Bau nachher noch übrig bleiben, dass wir nicht zu viel in dieser Richtung machen. Wartet mal mit der Umwandlung, da muss ich mal anders irgendwie mir das anzeigen lassen. Die Umwandlung in Penzer wird wahrscheinlich zügiger gehen, zum Beispiel als in Saratov oder Gorki oder Ivanovo. Also könnte man auch hier mal in Penzer starten. Ihr seht also hier schon eine Fabrik weniger zur Verfügung, jetzt nur noch 4 von 15. Anstatt 5. Und so müssen wir jetzt allmählich schauen, dass wir das irgendwie im Griff behalten. Sobald hier die Fabriken, ich sag mal, auf 0 gehen und wir nur noch 2 parallele Projekte voll ausstatten können, müssten wir wahrscheinlich wieder anfangen, mehr Zivilfabriken zu bauen. Das müssen wir jetzt immer so ein bisschen hin und her schwenken, bis wir dann genug zusammen haben. Wir haben allerdings jetzt natürlich eine Militärfabrik wieder frei. Ich guck mal gerade nach den Berechnungen von mir. Die sind natürlich auf den KV1 gemünzt, aber wir brauchen definitiv mehr T26. Da können wir weiter fleißig Fabriken hier reinsetzen. Da brauchen wir aber Tausende von. So, dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht in Spanien. Ja, hier muss es jetzt aber gleich vorbei sein, denn so viel Verstärkung haben sie nicht mehr. Aber wie gesagt, also mehrere Monate haben sie jetzt hier dort in der einen Provinz ausgehalten. Das ist schon wirklich mehr als erstaunlich. 9. März, 10. März, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Dass sie es geschafft haben, dermaßen stark zu bleiben. So, oh, wir haben, ich sehe gerade, wir haben noch mehr Fabriken fertig. Es geht ja hier im Sekundentakt quasi. Also noch eine neue Militärfabrik. Nochmal in Stalingrad hier. Jetzt nur noch 3. Ihr seht also, das geht jetzt hier ruckzuck. Und nochmal eine freie Militärfabrik. Die geht auch wieder in den T26. BT7 hat schon 10. Das passt. BT5 hat 2. Das passt auch. T26 soll auf 16 kommen. Der KV1 nachher auf 8. T28 auf 1. Okay, dann gehen wir jetzt hier erstmal hoch, bis wir auf die 16 kommen. Das wird ja noch eine Weile dauern. So, 12. März. Und weiter geht es. Aber wir besiegen auch hier wieder die Portugiesen, die Italiener, die Deutschen, alle, die hier versuchen, irgendwie vor Valencia anzugreifen. Die Spanier ziehen jetzt aber hier. Oh, guck mal hier, der Angriff wurde abgebrochen hier drüben. Das ist ja heftig. Oh mein Gott. Aber Almeria wurde eingenommen. Jetzt wird es hier schwierig. Und ja, das sollte jetzt den Unterschied machen, denke ich mal. Deutsche, Italiener, Portugiesen haben hier wieder ausgeholfen hier unten. Ja, das sollte jetzt eigentlich den Unterschied für die nächsten Monate machen. Denn wenn die nicht mehr versorgt sind, dann wird es für die hier nicht mehr viel zu bestellen geben auf dem Feld. Aber immerhin, vor Valencia ist das hier noch gut gehalten worden, das ganze Gebiet. Valencia selbst ist mir jetzt allerdings ein bisschen wenig verteidigt, muss ich sagen. Also diese 4 Divisionen gegen das, was hier drüben steht, das ist ein bisschen arg knapp gegen das, was im Hintergrund uns hier angreifen kann. Solange sie aber hier angreifen, können sie nicht alle 3 Provinzen gleichzeitig beackern, glaube ich. Das sollte also eigentlich gehen. Denke ich zumindest. So, wir gucken mal in die Statistiken nochmal rein mit den Verlusten. Das ist ja immer spannend. Ja gut, die Republikaner sind jetzt auch schon bei 310.000, aber die Nationalisten jetzt insgesamt bei 190.000. Also das hat sich sogar ein bisschen angeglichen. Allerdings geht es jetzt hier mit den Siegpunkten stark in Richtung Kapitulation. Da lässt sich auch irgendwie nicht besonders viel gegen tun, habe ich so das Gefühl.
Tja, wann verstärkt man Valencia? Das ist jetzt hier die große Frage. Hier wird noch eine portugiesische Einheit nach drüben verlegt. Dann ziehe ich die Einheit jetzt mal nach Valencia. Das ist mir sonst ein bisschen zu tricky, das Ganze hier. Wird nämlich allmählich etwas unübersichtlicher, die Lage. Jetzt machen die einen Gegenangriff dahin. Das ist ja auch kurios, aber das kann eigentlich nicht funktionieren. Die haben gute Organisation. Der hat zwar keine gute mehr, aber die anderen noch, die vier. Das braucht man also gar nicht versuchen, damit zu helfen. Das hat keinen Zweck. So, jetzt ziehen sie eine Einheit hier rüber. Das macht die hier wieder verwundbarer. Da kommt aber noch eine Reserve rein. Hier gibt es wieder einen Angriff auf 5 relativ frische Einheiten. Das sieht nicht so schlimm aus. Und jetzt geht's hier wieder der Angriff los durch die Portugiesen. Also das ist hier alles noch nicht ein bestimmendes Ende. Was aber ein Ende werden wird, ist hier oben. Da werden jetzt die Republikaner endgültig aus dem Gebirge vertrieben wieder. Das denke ich schon. So, hier sind wir auch wieder vorangekommen. Jetzt brauchen wir definitiv wieder einen Umbau. Einen... Das ist Moskau, da kann man umbauen. Ich würde aber eher sagen, dass wir das hier in Kharkov mal machen. Und dann hier zwischen priorisieren. Ja, damit das immer abwechselnd ist, genau. Wunderbar, wir haben wieder eine Militärfabrik. Ihr seht, das geht jetzt ruckzuck hier. Da kann man in kürzester Zeit einiges rausholen. Die Baukapazitäten werden dann dadurch aber natürlich wieder etwas verringert. So, und jetzt ist hier der endgültige Kampf hier oben angebrochen für die letzten zwei Provinzen. Und hier sieht es auch nicht gut aus. Also, ja, das wird jetzt hier das Ende einläuten. Das steht schon fest, denke ich. Vier stehen hier bereit. Vier hier, das sind immerhin 8 gegen 5. Ja, da hat man eigentlich nicht viel zu bestellen aktuell. Da wird aber wieder nach Westen verschoben. Also so richtig das Gefühl, die sind sich da noch nicht so hundertprozentig einig irgendwie, die Nationalisten, wie sie jetzt vorgehen sollen. Hier greifen sie mit 3 Einheiten an. Das wiederum ist gar nicht wenig. Wir haben aber auch viele aktuell hier selbst drinne stehen. Das ist also eigentlich auch okay. So, neue Zeitungsausgabe. Hat die Slowakei ein Selbstmordproblem und gibt es Faschismus in Griechenland? Das bezieht sich hier wohl auf die Politik. Naja, Faschismus ist hier bei 1,88% Beliebtheit. Weiß nicht, was da irgendwie los sein soll. Nächste Wahl ist im Juli. Derzeit sieht es hier nicht nach einer Faschismusgeschichte aus. Na gut, okay. So, ja, das Ganze, das wiederholt sich jetzt hier zum x-ten Mal. Erfolgreicher Angriffsversuch. Jetzt hier aber zu dritt. Oh, jetzt haben sie hier einen Großangriff gestartet. 88 gegen 78. Das ist ziemlich böse. Hier bräuchten wir Verstärkung. Der Gegner ist aber angeschlagen insgesamt. Ich denke, hier bringen wir zeitweilig sogar beide Einheiten rein und lassen Valencia erstmal ein bisschen ungeschützt. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Und die Abteilung für Marinespionage ist abgeschlossen. Ja, jetzt ist die Frage, was möchte man noch machen? Verschlüsselungen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen ein Problem. Denn dadurch werden wir unsere dritte Produktionsreihe dann verlieren. Weil das jetzt so viele Fabriken zugleich kostet. Will ich was anderes vorher noch machen? Ja, ich meine Baupläne stehlen, Kommandoausbildung. Ich meine, was macht Kommando? Das ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man mal so eine richtig heikle Mission machen will. Dann braucht man das mit Sicherheit. So, gucken wir mal, ob hier die KI mit 4 Einheiten in Valencia erstmal zurande kommt.
Auch wenn wir hier eigentlich schon so gewinnen, wie ich das hier sehe. Wisst ihr was? Dann kommen jetzt eine Einheit rein und die andere geht nach Valencia zurück. Sicher ist sicher, wenn die das hier hinkriegen, dann muss ich hier nicht zu viel nehmen. Und wir haben es schon den 1. April, liebe Leute. Der Gegner wurde erneut besiegt. Allerdings sind natürlich hier jetzt schon einige Truppen in diesen Kesseln vernichtet worden. Das macht jetzt auch hier diese großen Verluste aus. Wieder 6000 mehr, der Gegner wiederum aber auch 7000 mehr. Es wird ein richtig blutiges Ende nehmen hier, dieser Bürgerkrieg. Weil niemand bis zum Schluss nachgibt. Wie sah das jetzt aus hier mit der 97%, also 22% Siegpunkte? Solange hier keine weiteren Provinzen verloren gehen. Gut, diese beiden und diese hier gehen verloren, da können wir nichts machen. Aber das reicht, glaube ich, immer noch nicht, um die Republikaner kapitulieren zu lassen. Aber jede andere Siegprovinz würde jetzt reichen, inklusive Valencia und wahrscheinlich auch eine von den anderen hier. Also so lange wird das hier auch nicht mehr dauern, denke ich mal. Kurios. So, euch schicken wir hier drüben hin. Dass wir wieder ein bisschen flexibler werden. Hier findet wieder so ein Scheinangriff der Italiener statt, der aber natürlich abgewehrt wird. Und jetzt greifen die Republikaner sogar die Einheiten an. Die Italiener fliehen sofort. Wie passend für Italiener. Im Zweiten Weltkrieg die Ersten, die ihre Sachen packen und abziehen. Na gut. werden dem Klischee gerecht. Allerdings drei Deutsche und eine nationalistische Einheit, die von drei Seiten jetzt aber angegriffen wird. Wisst ihr was? Das unterstützen wir mal. Von Valencia aus, von hier drüben aus. Und hier gehen wir sogar in den Angriff. Wir machen jetzt richtig mit hier. Denn so erfolgreich ist das erstmal nicht, aber mit den Verstärkungen könnte das vielleicht erfolgreich sein, denn der Gegner ist hier mit zwei Divisionen schon stark angeschlagen. Die dritte Division wird nicht besonders kampfstark sein und die vierte, die ist das eigentliche Problem. Die Brigada der Arma der Infanterie mit ihrer 51 Organisation. Da müssen wir mal gucken, wie wir das gebastelt bekommen. Und die Politik der individuellen Sicherheit ist fertig. Wir haben wenig Freunde in der Welt und viele Feinde. Wir sollten uns nicht übermäßig den Kopf darüber zerbrechen, mit wem wir Abmachungen eingehen. Entweder die Gegenseite oder wer... Oder wir werden diese Abmachung ohnehin brechen, sobald sie ihren Zweck erfüllt haben. Also ganz pragmatisch hier jetzt gehen wir vor. Und damit haben wir auch die politische Macht, den neuen NKWD-Chef Laurenti Beria einzuführen. Wir verlieren dann wieder 5% Stabilität, allerdings weniger als mit Jezhov. Und unsere Agenten werden dadurch wieder ein bisschen stärker gemacht. Und der bekommt dann demnächst auch noch einen Mann an die Seite gestellt für Nikolai Woschnesensky, nämlich, hatte ich schon gesagt, Vsevolod Merkulov. Das gibt uns dann einen vierten Agentenplatz. So, der nächste Schwerpunkt steht an, das machen wir auch noch. Und zwar geht es uns jetzt um die sogenannte baltische Sicherheit hier. Auch das ganz wichtig für 35 Tage, dass wir da vorankommen. Jetzt will ich aber nochmal wissen, ob wir hier wirklich was erreichen können. Ja, die erste Einheit kommt rein. Aber die eigenen Leute werden hier wieder rausgepusht. Die sind einfach zu schwach. Die haben hier mit wenig Leuten angegriffen. So, wir haben einen dänischen Agenten Nils Mylius gefangen genommen. Er wurde beim Versuch ertappt, unsere Regierung zu infiltrieren und geheime Informationen zu stehlen. Im Verhör gestand er als Sion im Auftrag von Politiz Efterretningstjeneste auf sowjetischem Boden im Einsatz zu sein. Noch ist nicht genau bekannt, welches Interesse der dänische Nachrichtendienst an unserer Nation hat oder welche Bereiche unserer Regierung bereits von dänischen Spionen kompromittiert wurden. Nils Mylius bleibt in Gewahrsam und wird weiter verhört. Wir können nur hoffen, dass er uns alles verrät, was er über die dänischen Operationen in die Sowjetunion zu wissen gibt. Wir haben Mittel und Wege, Leute zum Reden zu bringen. Ja, was auch immer jetzt ein dänischer Spion bei uns macht.
Vielleicht hängt das ja hiermit zusammen. Das Deutsche Reich beansprucht das Memelland. Angesichts der angriffsbereiten deutschen Truppen an seiner Grenze hat sich Litauen dem Ultimatum aus Berlin gefügt und das Memelland übergeben. Das Gebiet wurde wieder in Ostpreußen eingegliedert, aus dem es gemäß dem Versailler Vertrag ausgegliedert worden war. War es das jetzt mit den territorialen Ambitionen Deutschlands in Europa? Experten haben da so ihre Zweifel, wir natürlich auch. Noch ein paar Kartensätze, die jetzt veraltet sind, wie zynisch. Naja, gut. So, 70%, aber wenn die rausdroppen, dann wird das wieder ziemlich böse. Allerdings gibt es Nachschub. Wir haben ja hier eine breite Angriffsfläche in dem Wald. 85% Angriffsmodifikator, also wir bleiben da mal dran hier. Auch wenn die Folge jetzt noch mal ein bisschen länger wird, aber das wird eine knappe Angelegenheit. Ich fürchte, wir schaffen es knapp nicht. Weil der Gegner hier nicht rechtzeitig besiegt werden kann. Wie es mir aussieht, werden die hier vorher alle rausdroppen. Ja, genau, ihr seht's, peng, raus. Damit ist das Thema eigentlich gelaufen und wir haben eine neue Forschung. Schade, das war ganz schön knapp. Ihr seht es hier. Das hätte auch anders laufen können mit ein bisschen mehr Glück. Aber der Gegner hatte hier eine frische, gute Division reingebracht. Die hat den Unterschied gemacht. Schade. Dann müssen wir den Angriff hier tatsächlich abbrechen. Und hoffen, dass wir jetzt hier drüben wenigstens noch den Gegenstoß aushalten werden. Ja, es gibt viel zu tun. Neue Fabriken, neue Forschungen. All das machen wir dann zu Beginn der nächsten Folge. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Hier 12. April. Diesmal sind wir auch ein bisschen zügiger und weiter vorangekommen. Aber es gibt natürlich noch einiges hier zu tun. Ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.